Hey Leute, ich bin's wieder, SDK. Da sind wir wieder mit Let's Play Super Mario 3D World. Ich möchte gleich am Anfang auf ein paar Fragen eingehen, die ich bekommen habe. Da war eine, ja, was ist denn da los? Dein Kommentar ist irgendwie, kommt mir komisch vor, hast du den wirklich live oder ist der nachaufgenommen? Machst du das immer so? Ich muss zugeben, ja, die letzten, lass mich überlegen, die letzten vier Teile waren tatsächlich alle pre-recorded. Warum, denken sich jetzt viele? Weil, ich meine, es ist tatsächlich nicht mein Style, ist nicht immer so. Das ist eigentlich jetzt wirklich, ja, das erste Mal eigentlich, dass ich das mache. Oder war es schon? Nee, das war das erste Mal, wo ich das gemacht habe. Warum? Ich hatte aufgenommen mit Live-Kommentar. Ich mag kein Nachkommentieren aus dem Grund. Erstens muss ich das Ganze nochmal machen und es dauert viel länger, bis ich die Teile rauskriege. Deswegen war jetzt auch ein kleines Loch in der Mitte von den Videos, falls euch das aufgefallen ist. Und zweitens auch, weil YouTube verdammt lange auf einmal zum Uploaden braucht, aber ja, Full HD, ich lass mir einreden. Aber das ist nicht das ist nicht der größte Faktor. Der größte Faktor war dieses What the hell, mein ganzer Audio ist weg. Warum? Was ist passiert? Witzigerweise, mein Audio-File, das war da. Das finde ich ja das Nette daran. Das Audio-File war da. Also dieses File, das ich da habe, das war, wie lange habe ich denn aufgenommen am Stück? Eine Stunde, also wirklich viel. Und der Audio war da, ich dachte mir, okay, passt. Konvertierst du rein in dein Aufnahmeprogramm, in dein Schneidprogramm. Geht nicht. Es gibt, das Witzige war, es kommt keine Fehlermeldung, nichts, was normalerweise kommen würde, wenn sowas passiert. Es ist nichts gekommen, jetzt gehe ich ins Schneidprogramm, denke mir, wo ist mein Aufnahmeding? Mach's nochmal, ist wieder weg. Was stellt sich heraus nach ein paar Stunden an Herumsucherei und Spielerei? Der Audio ist am Arsch. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die Zeit der Aufnahme wird gezeigt, alles wie ein normales File. Es wird kein Fehler angezeigt, nichts. Ich kann es nicht mal mehr abspielen. I don't really know what happened. Ich weiß es nicht. Muss mich hier auch wirklich entschuldigen, weil jetzt eine Stunde Material bedeutet für euch, es war mehr als eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb. Oh. Sehr viele Teile ohne real Kommentar und ich möchte mich da auch entschuldigen, aber ich dachte mir halt, bevor ich das jetzt hier einfach ohne Kommentar raushaue, weil das ist doch dann noch mehr viel scheißiger, weil ich meine, wisst ihr, es gibt Leute, die mögen, dass wenn nur der Ingame-Sound ist, aber das wäre dann ja ein Playthrough, meiner Meinung nach. Ich glaube ja, also wenn ich das richtig erfasst habe, ein Let's Play ist immer mit Kommentar. Ein Playthrough jedoch ist wirklich einfach das Game und fertig. Weil sonst müsste mir jemand erklären, was der Unterschied wäre. Weil sonst wären ja Playthrough und Let's Play eigentlich das gleiche. Ich glaube, dass das der Unterschied in dem Fall wäre. Und natürlich, da kann man jetzt nicht. In dem Fall wären es wahrscheinlich sogar 8 Teile. Also mit diesen 4 jetzt nochmal 4 wahrscheinlich. Wo nichts ist, das kann man nicht tun. Das ist viel zu viel. Wenn es, weißt du, wenn es so ein Teil wäre, ja, hätte ich es mir einreden lassen. Wahrscheinlich hätte ich es dann selbst den Teil noch nachkommentiert. Weil ich das nicht mag. Weil ich mich selbst kenne, ich mag das nicht, wenn ein Video einfach nur in-game und fertig ist. Deswegen habe ich das gemacht und ich hoffe, das ist okay für euch. Andererseits habe ich mir gedacht, ja, wie überbrücken wir das jetzt? Ich habe in den letzten 4 Parts wirklich so versucht, so zu sprechen, wie ich damals reagiert habe, aber das klappt nicht. Und ich finde, da kommt nicht das Richtige raus und das alles hier vorzuspielen, ist ein Blödsinn. Das ist wirklich ein Blödsinn. Deswegen habe ich mir gedacht, wisst ihr was, wir machen Folgendes. Wir reden einfach über random Themes, die euch vielleicht interessieren könnten, so als YouTube-User, als Gaming-Leute, die Spiele mögen, Gaming interessiert. Da dachte ich mir, wisst ihr was, wir reden über solche Themen, können wir ja jetzt sehr gut, weil wir müssen uns nicht auf das Spiel konzentrieren. Ich werde natürlich ab und zu, wenn was Geiles passiert im Spiel, werde ich es auf jeden Fall erwähnen, aber ich werde es sicher nicht so tun, als spiele ich es gerade live, weil ich fühle mich da aus irgendeinem Grund komisch und lächerlich dabei, wenn ich das tue. Weil ihr aus irgendeinem Grund lüge ich euch da an. Es ist nachkommentiert, was soll ich tun? Es passiert, ich kann ja auch nichts dafür, wenn der Audio fehlt. So, also was reden wir in diesem Teil? Ganz einfach gesagt, ich möchte über YouTube reden. So, was hat sich geändert in YouTube? Ich bin seit... Boah, gute Frage. Seit wann bin ich auf YouTube? Ich glaube seit 2007. 2007, ja, seit 2007 bin ich auf YouTube. Sagen viele, aber der Schalke-Kumpel ist erst seit diesem Jahr da. Ja. Ich hatte tausende Accounts auf YouTube, also ganz ehrlich. Und davon wurde einer, mein Hauptkanal, den ich am Anfang hatte, hieß Gadunka 12. Deswegen wisst ihr jetzt, warum mich ab und zu dazu Gadunka nennt. Weil das damals einfach
Aus Gewohnheit logischerweise Gadunka, wegen Gadunka 12. Aber jetzt heiße ich SDK. Einfach weil es halt Schalk den Kumpel und wir haben uns gedacht, ja, passt und dann. Seitdem heiße ich halt SDK. Also, das war mein damaliger Account, da habe ich so Stop-Motion gemacht, Lego, ich meine, ich war damals, lasst mich überlegen, 2007, das ist jetzt, boah, das ist jetzt schon 6 Jahre her, ist wirklich unglaublich, da war ich 10. Also, da muss man sich mal vorstellen, wie die Zeit vergeht. Mit 10 Jahren auf YouTube, ich glaube, da ist es doch verständlich, dass ich mit Lego Stop-Motion angefangen habe. Ich bin dann ein bisschen sehr ernst damit geworden, habe viel gemacht, bin eigentlich ganz nett, war alles sehr nett, war eine tolle Zeit, hab viele nette Leute kennengelernt, war auch teilweise ein bisschen komisch, wisst ihr, man trifft auch nicht immer nur nette Leute, aber da schweifen wir zu viel vom Thema ab. Wenn euch das mal interessieren würde, müsse, schreibt mich an, dann rede ich auch mal darüber in dem Teil. Aber was ich wirklich jetzt sagen wollte insgesamt ist, damals, als ich auf YouTube war, gab es noch das 5-Sterne-System. Das Typische, wie man es kannte, bevor Google es übernommen hatte. Ich glaube, wann es Google übernommen hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall noch nicht 2007. Falls doch, okay. Aber ich kenne zumindest noch das alte 2007, das alte Design, das 5-Sterne-Design. Und ich muss sagen, das ist der größte Punkt, der mich stört. Weil damals, du konntest wirklich anhand der Bewertung deine wirkliche Kritik abgeben. Du konntest wirklich sagen, ich fand das jetzt mittelmäßig, ich fand das nicht so gut, wenn man jetzt 3,5 gab oder wie auch immer. Nee, geht gar nicht. 3,5 hat sich dann nur gebildet, wenn viele Bewertungen zusammengekommen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 gebe, sage, es war nicht total schlecht, aber es war nicht so gut. Und dann, wenn ich alle gebe, es war genial oder ja, es war toll, 4 Sterne. Also man konnte ein bisschen variieren mit dem, wie es war. Und heute gefällt mir, fertig. Heißt es jetzt, das Video war gut? Heißt es war epic? Heißt es war super? Keine Ahnung, weiß keiner. Also von der Hinsicht weiß ich selbst jetzt nicht. Und sorry, ich muss während der Aufnahme kurz raus, bin gleich wieder da. Genieß mal kurz den Sound. Ich weiß, professional. So, sorry Leute, ich sag's ja immer wieder, Professionalität, aber was soll man tun? Ist halt so, ich meine, ich kann jetzt auch nicht meinen Vater draußen warten lassen, das kann man auch nicht machen. Also, wie gesagt, dass man konnte viel mehr variieren damals. Jetzt ist es einfach Like, oder, ja gut, gefällt mir, ich glaube, man kann es Like nennen. Aber vielleicht heißt sogar Like in Amerika, was weiß ich. Aber ihr versteht, was ich meine. Es fehlt einfach etwas. Jetzt muss man wirklich. Mir kommt vor, ich muss, wenn ich eine Bewertung gebe, muss ich schon fast einen Kommentar schreiben. Weil irgendwie, ich kann nicht. Der Mann, für mich, also jetzt persönlich, heutzutage sagt man, okay, ich habe mehr Likes als Dislikes. Das heißt auf Deutsch, es hat den Leuten sehr gut gefallen. Ist natürlich schon wahr, ich meine, sonst würde es nicht rauskommen, aber weiß ich jetzt ganz genau, war es wirklich super oder war es jetzt nur gut und die Leute haben gesagt, ja, okay, passt schon, Like reicht, ist es schon, aber halt jetzt nicht ein Mega-Like, das weiß ich alles nicht, also sowas fehlt mir, das ist meine größte Kritik. Jetzt würden ein paar sagen, ja, bist du denn wahnsinnig, was ist denn mit Google Plus, das stört dich nicht, dieser Zwang, sagen wir mal, stören tut er mich, ich muss sagen, er ist nicht nötig. Wie gesagt, damals war das auch nicht da und ich fand es damals besser. Ich muss es so sagen, ich bin auch einer dieser Leute, die das damalige Design eindeutig besser gefallen hat als jetzt. Das ist klar. Sowohl das Channel-Design als auch anderes. Aber was soll ich zu Google Plus sagen? Der Zwang ist doof, das muss ich zugeben. Aber sind wir uns mal ehrlich, hätte Google diesen Zwang nicht gemacht, wäre irgendwer von uns auf Google Plus gegangen? Ach komm, seid uns doch ehrlich, das würde doch keiner machen, weil alle sagen, ja, warum denn? Richtig, jetzt hat halt Google, wenn man eine Firma ist, logischerweise, und man will, dass sie das machen, da hat man halt gesagt, ja, wisst ihr was, wir wollen nicht, dass die YouTuber über Twitter und so, die sollen gleich über unseren eigenen, die sollten über unseren eigenen Dienst diskutieren mit den Leuten.
Ja, ich kann es verstehen in deiner Hinsicht, aber ich finde einfach diesen Zwang nicht okay. Aber ich muss auch sagen, ich finde ihn nicht so tragisch, wie er von Leuten dargestellt wurde. So im Sinne von, oh mein Gott, YouTube ist tot, oh mein Gott. Das hat man damals zu lächerlicherweise schon gesagt, als das Kanaldesign geändert wurde. Ja, sicher, es ist auf jeden Fall nicht so gut wie das neue, wie das alte. Aber ich meine, mein Gott, jetzt fail ich wieder. Aber warum so, was? Es ist so, man muss halt sich daran gewöhnen, es ist halt jetzt so, aber es ist nicht so tragisch, dass die Welt untergeht, so wie es dargestellt wird. Also für alle, die jetzt neu auf YouTube sind und die da hören, boah, YouTube so scheiße. Leute, also, es ist so heutzutage, das mit Google Plus, vielleicht weil viele das nicht verstehen können. Habe ich damals mit jemandem geredet. Ich habe ja über die PS4 diskutiert und da habe ich eine PM bekommen. Wie gesagt, ihr könnt mir immer Personal Messages schreiben. Witzigerweise bekommen wir gerne viel mehr Nachrichten so, also Personal Messages. Man kann sie eigentlich E-Mail nennen, weil die kommen ja jetzt immer per E-Mail, aber ist jetzt auch egal. Das ist zum Beispiel sehr negativ, meiner Meinung nach, aber ist jetzt, kommt vom Thema ab. Was sollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich abgekommen. Ja, genau. Dann habe ich eine Personal Message bekommen, wo gestanden ist, ja, du musst eigentlich verstehen, weil ich habe mich aufgeregt halt, dass da wieder Social Network eingebunden wurde, weil ich muss sagen, so wenigen Monaten, na, war ich wirklich, ich hasse es. Ich hasse es immer noch. Ich verstehe nicht, was dieser Social Network Fun dahinter ist. Aber ich verstehe es besser als damals. Warum? Erstens eine Erfahrung mit dem Verwandten. Und er hat seine wahre Liebe, also wahre Liebe, naja, hoffen wir es mal, dass es die wahre Liebe ist, aber auf jeden Fall eine Freundin gefunden über Facebook und das ist natürlich, ich meine, wenn das nicht positiv ist. Also, erst da hat man sieht schon, also nichts ist nur negativ, so gilt es auch mit den Social Networks. Man kann seine alten Freunde treffen, aber es ist wie jede andere Sache auf der Welt, man kann es positiv einsetzen, aber auch negativ einsetzen und es ist halt so. Und daran müssen wir uns gewöhnen, dass nicht alles positiv im Leben ist. Was ich aber trotzdem wollte sagen, es ist nötig auf dieser Welt. Nein, natürlich sind Social Networks nicht nötig. Ich will jetzt aber auch nicht genauer darüber reden. Ich will nur da, was mir diese Nachricht gesagt hat und für mich verdeutlicht hat. Es ist halt heutzutage so, die Jugend liebt Social Networks. Für die ist das, was damals für die damalige Generation Briefe waren oder Treffen. Für uns ist das heute Social Network. Ja, das, was für die damals Briefe waren, ist für uns Social Network. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Und das ist das. Man muss sich einfach jetzt dann gewöhnen. Neue Generation, neue Arten. Auch wenn es jetzt nicht die beste Art ist und vielleicht nicht die nötigste, aber es ist halt so. Jede Generation hat seine Angewohnheiten. Müssen wir uns daran gewöhnen. Deswegen sage ich auch, Google Plus nichts, wo man jetzt weinen muss und total, ah, und holy shit und Facepalm in alle Richtungen. Nein, das sage ich ganz eindeutig, das ist nicht nötig und da finde ich, sollte man vielleicht ein bisschen weniger kritisch dagegen sein. Und generell muss ich sagen, ohne blöd zu reden, ich habe Google Plus jetzt auch negativ aufgenommen, aber ich habe mir dann das Ding mal angesehen. Ich muss sagen, ich finde es okay. Ich habe kein Problem mit Google Plus. Weißt du, ich würde es nicht, ich bin jetzt nicht jemand, der hier ab jede Sekunde hier reinpostet, aber ich bin jemand, der ab und zu reinguckt. Warum nicht? Ich meine, wenn es Google anbietet, man muss eh so oder so damit leben. Das müssen wir akzeptieren. Google hat es eingebaut und so wird es auch bleiben. Außer natürlich, wir werden extremste Beschwerden machen. Das wird aber nicht passieren. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ungefähr. Naja, aber insgesamt noch schnell, um das kurz zu fassen, weil ich merke, der Teil ist bald vorbei. Was sage ich jetzt schnell noch zu Google Plus? Ich glaube, ich werde den Teil auch länger machen. Oder ich rede einfach jetzt durch und ich schneide das und ihr werdet es dann eh merken. Und im nächsten Teil weiter drüber reden, weil man kann wirklich viel drüber reden. Es ist einfach, wir müssen uns an Google Plus gewöhnen. Ich finde es gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Ja. So viel zur Social Network-Seite, zum Kanaldesign. Kann ich auch nur sagen, Leute, YouTube ist nicht das YouTube, was es damals 2007 war. YouTube, und das ist so, und daran müssen wir uns gewöhnen, ist total und zwar wirklich total kommerziell geworden. Sagen einige, nein, nein, natürlich ist es Entertainment, das ist es und wird es auch immer sein. Aber für die meisten YouTuber wird es immer kommerzieller. Ich bin ein Feind dafür. Ich sage ehrlich gesagt, es ist schön, wenn man damit mit seinem Hobby Geld macht.
Natürlich, außer man ist so jemand, der nur auf Geld absieht, das finde ich natürlich total falsch. Aber wenn man mit seinem Hobby, weil es einem Spaß macht und nicht, weil man das Geld will, Geld macht, dann ist das natürlich toll. Nichts, was man negativ beschreiben kann. Aber leider sammeln sich immer mehr Leute, die einfach nur aufs Geld aus sind auf YouTube. Und YouTube hat sich in dieser Hinsicht entwickelt. Weil YouTube immer stärker, viel stärker ist, als was es damals war. Weil viel mehr Leute auf YouTube sind. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, deswegen hat sich das Kanaldesign meiner Meinung nach geändert. Man hat mehr auf kommerziell gesucht, mehr direkt, das sind die Videos, guck sie dir an und passt. Keine genaue Info mehr über den Mann, guckt seine Videos. Fuck, komm, was war das denn? Hey, cool. Ey, du Sack, was soll denn das jetzt? Geh endlich. Hey.